Ja, Munich Real. Heute haben wir ein Thema, wer oder was sind Hacker? Und dazu haben wir einen Gast, das ist der Andi. Und hallo. Und der Alesch, der beginnt jetzt mal. Und ja, was sind Hacker? Ich kann es nicht beantworten, aber ich habe da ein bisschen Vorarbeit geleistet und festgestellt, dass es ein sehr weites Feld ist. Und dass es ein Feld ist mit vielen interessanten Vorurteilen und vielen interessanten Klischees. Und es hat so den Anschein, dass das Menschen sind, die in Wirklichkeit diesen Planeten kontrollieren. Es ist ja nur so, dass wir das nicht wissen und wahrnehmen. Interessant ist, und da werde ich dann auch gleich so ein bisschen zu dir übergeben, interessant ist, dass ja sozusagen das Mindset oder die Kultur der Hacker ja ein bisschen mehr ist, als einfach nur vor dem Computer zu sitzen. Ich glaube, die Computer und die Netzwerke sind so die perfekte Umgebung für diese Art von Mindset. Wenn es aber Computer oder Netzwerke nicht geben würde, dann würde es trotzdem irgendwie Hacker geben. Also wenn jetzt einer ein Auto nimmt und es in eine hydroponische Aufzuchtanlage für Hanf umbaut, dann ist er irgendwie auch ein Hacker. Und wenn es eine Welt wäre, in der keine Computer existieren, dann wäre das ein richtig großer Hack in gewisser Weise. Okay. Natürlich, aber Hacker, wie wir sie kennen, sind in erster Linie Leute, die versuchen zum Beispiel irgendwelche Systeme zu penetrieren, die mal legal, mal illegal sind. Wir versuchen jetzt mal in der nächsten Stunde herauszufinden, was es damit auf sich hat. Genau. Die aber inzwischen auch eine immer größere Rolle spielen in virtueller Protestarbeit. So würde ich es mal nennen. Okay. Also es gibt ja das Stichwort Hacktivism und das ist hochinteressant. Genau. Und bevor wir jetzt dann den Andi zu Wort kommen lassen, ich habe gerade von Hackern gesprochen, natürlich Hacker, nicht Holzhacker. Holz ist das ist so wie man sagt, Punks oder Punker. Okay, gut. Nur, dass da keine Verwicklung entsteht. Genau, ja, dann würde ich sagen. Vielleicht kannst du es mal sagen, was in deinen Augen der Unterschied ist zwischen einem Hacker und einem typischen Informatiker, weil so im Grunde wissen sie ja beide ungefähr dasselbe. Naja, wie du schon angemerkt hast, hat Hacker nicht unbedingt, also es kommt zwar hauptsächlich immer aus der Computerinformatik-Ecke, inzwischen hat sich das aber ein bisschen gewandelt, also so für neue Technik im Allgemeinen, also geht auch Elektronikbereich oder eben ganz allgemeine Hardware, also auch im Nicht-Elektronikbereich, aber Hardware bzw. Software ist natürlich schon so die große Domäne des Hackertums, weil es da eben auch ursprünglich herkommt. Anmerkung auch noch dazu, dass es jetzt eben nicht unbedingt mit Sicherheit zu tun hat. Das ist hängt immer stark von der Definition ab. Also das, was in den Medien immer so als Hacker bezeichnet wird, wenn es um irgendwelche Sicherheitslücken oder Systeme und so weiter, Systemeinbrüche und Aufdecken von Sicherheitslücken geht, das ist nur ein kleiner Teil der Hacker-Szene. Also ich denke, die Hacker-Szene definiert sich hauptsächlich eher durch das Interesse eben an Technik und Interesse in der Form, die halt weit über das normale Interesse so drüber hinausgeht. Deswegen auch die Abgrenzung zum Informatiker, der zwar meistens auch ungefähr weiß, wie die Technik funktioniert, aber eben hauptsächlich da seine Probleme mit lösen will, während es die Hacker eigentlich dadurch auszeichnet, dass sie eben wirklich verstehen wollen, wie sowas von Grund auf funktioniert. Also wirklich das bis ins kleinste Detail verstehen wollen. Und dadurch, dass sie sich eben so viel damit beschäftigen, da eben auch eben unter anderem Lücken finden, die den Informatiker sonst nicht aufgefallen wären. Aber es sind so ziemlich jetzt die Good Guys, die du beschreibst. Nicht notwendigerweise, also ja, obwohl, nee, der typische Hacker eigentlich schon kommt eigentlich schon mehr aus dem wirklich wo er sich eben dafür interessiert. Und jetzt weniger mit dem Hintergedanken, da jetzt irgendwelche persönlichen Vorteile draus zu ziehen, sondern dann geht es wirklich darum, um
die Beschäftigung und die Wissensfindung. Und ja, das Bild hat sich auch in den Medien halt dadurch in einen negativen Bereich verändert, weil es eben auch viele Leute gibt, die dann dieses Wissen wiederum nutzen, um daraus dann persönliche Vorteile oder Profite zu ziehen. Das schadet eigentlich stark natürlich dem Gesamtansehen, weil wenn ja, wobei sich das Bild natürlich auch schon wieder über die letzten Jahre geändert hat. Also es gab eine Zeit, wo Hacker wirklich ein sehr negativer Term war, den man sich jetzt auch nicht unbedingt an die Brust heften wollte. Und das hat sich aber dann in den letzten Jahren auch schon wieder deutlich ins Positivere gewandelt. Sieht man vielleicht mal an sowas wie Chaos Computer Club, die ist ein langer Weg von einem KGB-Hack in den 80er Jahren zu Gutachten für die Bundesregierung. Genau, also die haben sich ja, die gibt es ja auch schon diverse Jahre, also das ist jetzt das 30. Geburtstag gefeiert letztes Jahr. Die haben eben angefangen mit der Technik zu spielen, schauen, was ist möglich. Und das ist eben das, man schaut, was kann die Technik, und nachdem man sich eben so intensiv damit beschäftigt, findet man halt meistens auch Möglichkeiten, mit dieser Technik umzugehen, die jetzt so nicht ursprünglich gedacht waren. Und man kann halt dann damit andere Sachen anstellen, als die ursprünglichen Entwickler sich mal das gedacht haben, beziehungsweise überhaupt vorstellen konnten, dass sowas so nicht möglich ist. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied zum Informatiker. Ich meine, ja, bei dem Informatiker hat so eine Art Handbuch, und das ist genau, sozusagen... Genau, der will meistens sein Problem lösen, kennt sich damit auch aus, weiß seine Lösungswege und implementiert das dann entsprechend. Hat meistens auch gar nicht die Zeit und das Interesse, sich wirklich so mit dem System auseinanderzusetzen, was man dann sonst damit anstellen könnte. Und das ist eben auch der Grund, warum es dann immer wieder Sicherheitslücken gibt. Oder warum halt auch viele oder einige technische Entwicklungen nicht so weit durchdacht sind, dass sie dann wirklich den ursprünglich vielleicht mal idealistisch angedachten Zweck auch so erfüllen können. Also wir zum Beispiel das Thema Wahlcomputer, wo ja auch die Intention war, Wahlen einfacher zu gestalten und ohne sich halt da wirklich Gedanken zu machen, was das sonst noch für Auswirkungen hat. Wo jetzt die Hacker, die sich damit beschäftigen, sich natürlich von vornherein denken, das kann so jetzt nicht unbedingt funktionieren, wie sich die das gedacht haben, und dann auch die entsprechenden Mittel und Wege findet, das dann publikumswirksam beweisen zu können. Aber ist es nicht doch so, dass die Hacker ein bisschen zum Beispiel das Internet sehen und sagen, ja Moment mal, das ist nicht das Internet, das gemeint war, da werden wir jetzt nachhelfen. Weil sozusagen wir leben ja in einer Netzwelt, die in gewisser Weise ja auch extrem eingegrenzt ist. Also es ist ja wie eine riesige Karte, die aus Millionen versperrter Türen her besteht und Firewalls und gehüteter Geheimnisse, die man gezwungenermaßen verschlüsselt, gezwungen ist, über die Datenkanäle zu senden, aber keiner darf sehen. Und das ist ja vielleicht zum Teil auch eine Welt, die komplett anders ist als die Hacker sie gerne hätten. Also die sagen dann einfach, das ist nicht sozusagen das Internet, das wir mit erfunden haben. Und da schlagen wir jetzt sozusagen auch ein bisschen in die Bresche rein. Ja, das ist schon auch ein Cowboy-Feeling dahinter, nicht mal. Ja, klar, gut. Einmal ist der Grund halt, dass so die meisten Hacker eine Einstellung haben, was Informationen, Freiheit und so weiter angeht, die sich doch deutlich unterscheidet von der Meinung von vielen anderen. Also was sieht man eben auch an der ganzen Open-Source-Szene. Also für die Informationen müssen frei sein, also sollen zugänglich sein. Viele haben eben auch ein Problem damit, wenn Regierungen oder Firmen da den Zugang einschränken wollen. Also haben generell oft was gegen Autoritäten. Und beschäftigen sich natürlich auch schon wesentlich länger mit dem Thema Internet. Also für die meisten Leute ist Internet www, was ja nur ein kleiner Teil vom Internet ist. Aber nachdem das eben die Technologie ist, mit dem das Internet eigentlich so wirklich den Massen bekannt geworden ist, haben die natürlich da schon auch eine andere Sicht auf die Dinge.
viele Leute sehen halt das WoW als Medium für Online-Einkauf, als Medium für YouTube zum Video schauen, also und jetzt weniger von der technischen Seite, während die Hacker das natürlich schon auch von den technischen Grundlagen ein ganz anderes Verständnis einmal davon haben, wissen, was möglich ist und dementsprechend natürlich auch die Möglichkeiten sehen, die das gesellschaftlich bieten könnte, teilweise natürlich auch bietet und dann natürlich auch sehr empfindlich reagieren, wenn das jetzt wieder von anderen Seiten eingeschränkt wird. Wenn wir das jetzt mal sehen, Internet, ich habe mir jetzt da so mal überlegt, wenn ich es kategorisieren will, für was nutze ich es? Internet, für Kommunikation, E-Mail, also mich mit anderen austauschen, da bin ich übrigens ganz froh, wenn die Information nicht öffentlich ist, sondern die E-Mails, die ich halt persönlich an persönliche Freunde schicke, dass die eben nicht als Information allen zur Verfügung stehen. Mhm. Dann halt für kommerzielle Geschichten, wenn ich was kaufe, für die ist bisweilen auch sinnvoll und nützlich. Was gibt es denn darüber hinaus? Oder da gibt es noch sogenannte soziale Medien, wie sozial die sind, ist immer noch die Frage, was ich auch nutze. Und das denke ich, wird so den meisten gehen. Das sind so die wesentlichen Geschichten, ein bisschen E-Shopping machen, Kommunikation und über soziale Netzwerke sich austauschen. Was ist denn neben dem WWW-Internet, was wäre denn noch denkbar darüber hinaus? Oder ist es schon? Oder Open Source war so ein Stichwort und vielleicht könnte man da mal gucken, was steckt denn eigentlich noch dahinter und warum kann ein Hacker sauer sein, dass das jetzt im Wesentlichen das Internet so genutzt wird, wie es genutzt wird und eben nicht anders? Na, die sind hauptsächlich sauer, wenn eben die Kommunikation eingeschränkt wird, weil das tatsächlich einer der wichtigsten Punkte ist, dass man eben die Möglichkeit hat, mit den Leuten weltweit sehr einfach, sehr schnell auch zu kommunizieren. Mhm. Natürlich, wie du schon gemeint hast, will man dann natürlich sicherstellen, dass die Kommunikation eben auch nur für den gedacht ist oder nur derjenige sie lesen kann, für den sie gedacht ist. Also der ganze Punkt Vertraulichkeit, der mit der normalen Technik so natürlich nicht sichergestellt ist, wenn man sich nicht eben um so Themen wie Verschlüsselung und so weiter selber kümmert, wo aber halt auch dann sehr viele Leute da wieder ihren Finger drauf haben, nachdem für die dann die Möglichkeit, da mitzulesen, natürlich schon sehr schön ist, um zu schauen, was tut sich denn so. Und da das natürlich schon auch beeinflussen wollen. Ja, ja. Und was natürlich auch weitlich ausgenutzt wird, weil es natürlich deutlich einfacher zu überwachen ist, auch mit der ganzen technischen Entwicklung, als jetzt früher Telefonsysteme bzw. die Briefpost, was natürlich deutlich aufwendiger ist. Ja. Und vergleichen kann man das ungefähr, eine normale E-Mail hat ungefähr den Vertraulichkeitsgrad von der Postkarte. Okay. Also, aber das ist, so verstehe ich das ja auch. Der Hacker hat ja nicht die Absicht, sozusagen deine Post offen zu legen, sondern der Hacker will aber hingehen und punktuell sozusagen sagen, schaut her, die können euch erzählen, das ist alles sicher, wie sie wollen. Yeah. Wir müssen uns nicht mal anstrengen, um euch zu zeigen, dass das nicht sicher ist. Und wenn es sicher sein sollte, dann müsst ihr das und das tun. Ja. Aber ich glaube, ein gutes Beispiel ist auch zum Beispiel, was der Chaos Computer Club da mit dem Staatstrojaner-Thema ja gemacht hat vor ein paar Jahren. Ja. Also das ist ja auch eine Art von Aufklärung, die da in der Bevölkerung dann einfach nicht vorhanden ist. Mhm. Du kriegst in dem Falle tatsächlich einfach vorgelegt, das ist jetzt sozusagen ein Beschluss, das wird jetzt so gemacht. Und das technische Fachwissen, die Kompetenz ist sehr, sehr klein verteilt. Ja. Ja. Dass ich Leute finde, die sagen können, ja, das funktioniert so und so, dass du genau verstehst, wie das geht. Okay. Aber nochmal zu der Frage, was es sonst noch gibt. Genau. Das sind natürlich so die Sachen, die man so als normaler Nutzer sieht. Also sprich E-Mail, Webseiten, Shoppingportale und so weiter. Was natürlich auch in immer größerem Maße drüber funktioniert, ist die Kommunikation von nicht Menschen, sondern Maschinen, Steuerungsanlagen, ganze Automatisierung. Und das wird eben alles immer vernetzter und das ist auch der große Bereich, wo dann zum Beispiel so das schöne Schlagwort Cyberwar dann mit reinspielt. Nachdem es eben die Möglichkeit gibt,
auf die ganzen Steuerungen und angeschlossenen Systeme ja, zuzugreifen, worauf weil natürlich der normale User das möglichst nicht können sollte, aber sie zumindest am Netz hängen, die entsprechenden Anlagen. Verstehe. Was natürlich für die Firmen Sinn macht, weil die natürlich da einmal viele Einsparungen haben und natürlich damit auch ganz andere Sachen realisieren können, die vorher so nicht möglich gewesen waren. Deswegen macht man das Ganze ja auch. Aber birgt natürlich das Risiko, dass wenn es nicht entsprechend sicher implementiert ist oder Angriffspunkte bietet, dass man das eben entsprechend ausnutzen kann. Erinnert mich jetzt vielleicht so als Beispiel daran, dass ein Kumpel von mir, der hat für einen großen Automobilhersteller im Bereich EDV gearbeitet, und wenn da in, sagen wir mal, Südafrika das Band stehen geblieben ist, ist bei ihm am Computer ein rotes Lämpchen angegangen. Also das sind wahrscheinlich diese Geschichten, dass ich sehr, also dezentral die Anlagen stehen habe, aber zentral steuern kann, was mir natürlich einen Genau. erheblichen Kostenvorteil bringt und mehr Flexibilität, weil ich nicht immer vor Ort die Leute hocken haben muss. Aber natürlich, wenn solche Systeme anfällig sind, dann kann es erhebliche, gravierende Genau, nicht Folgen nur, dass man haben. sieht, dass etwas nicht geht, sondern auch gleich die Störungsbehebung Ja, drüber machen kann. so remote, genau. Genau, dieser ganze Remote Access. Und Ja. das bei Produktionsanlagen ist das mal so eine Geschichte, wenn dann natürlich Kraftwerke oder Raffinerien und Chemiewerke dranhängen, dann ist das Potenzial, da was Interessantes mit anzustellen, natürlich wesentlich größer. Und das sind eben auch diese ganzen Bereiche, die dann eben unter Cyberwarfare fallen. Und was inzwischen auch natürlich da mit runterfällt, ist das komplette Telefonnetz. Das läuft auch nicht mehr so wie früher über Telefonleitungen, sondern das ist inzwischen alles eins, läuft über die gleichen Leitungen und genauso digital wie die E-Mail. Und die will man natürlich auch in einem funktionsfähigen Zustand halten. Verstanden. Okay. In was für einer technischen Umgebung befindet man sich bei so einem, bei so einer Raffinerie? Also augenscheinlich, offensichtlich ist das nicht in irgendeinem HTTP-Protokoll, sondern was für eine Art Netzwerkwelt ist das? Ne, das sind Industriesteuerungsanlagen, die haben ihre eigenen Protokolle, wobei da teilweise aber auch schon wieder Webserver drauf laufen, die man dann im Browser seine schematische Darstellung der Anlage hat und da dann seine virtuellen Warnlämpchen und Anzeigen hat und dementsprechend auch da Parameter ändern kann und die Steuerung, also das entwickelt sich genauso weiter, so mit Webtechnologien wie andere Sachen. Ah, Also ja, das ist also nicht so arg anders. Das ist unterscheidet sich noch. nicht so Ah, großartig von anderen. ja. Also Apache-Server mit ja, die haben zwar Unix und. meistens ihre eigenen proprietären Aha. Sachen, aber die grundlegende Technik Ah, unterscheidet sich okay. nicht großartig. Okay. Jetzt würde ich mal gerne mal doch irgendwie dieses Klischee heraufbeschwören, weil ich denke mal, meine Generation hat eine Vorstellung von einem Hacker, die ist ja ausnahmelos von einem einzigen Film geprägt, nämlich einem Film mit dem Namen War Games. Und das ist eine Vorstellung, die jetzt ganze Jahrzehnte sozusagen in die Zukunft reicht. Und die Idee sozusagen des vollkommen außer Kontrolle geratenen hypergenialen Teenagers, der einfach einen Pentagon-Server knackt und einen Weltkrieg auslöst. Davon hat sich ja nicht viel bewahrheitet in den letzten 30 Jahren. Aber also Pentagon hat ja immer, ich erinnere mich in den 90ern, immer ja damit ein bisschen geschwärmt, dass sie irgendwie, keine Ahnung, so viele tausend Attacken am Tag kriegen und abwehren. Das ist schon irgendwas, was noch läuft, oder? Also Ja, die. es sind eher mehr geworden. Das ist immer noch so der Mount Everest Naja, aber sozusagen da der sieht man zum Kultur. Beispiel, wie Filme und Medien den Begriff geprägt haben oder was für eine Bedeutung dahinter steht. Also Wargames war mit Sicherheit einer der prägendsten Filme, was so dieses Thema angeht. Hackers zum Beispiel genauso. Und die eben das porträtiert haben, eben als die hochintelligenten Nerds, die im Keller sitzen und
eigentlich gar nicht wissen, was sie da tun und einfach ein bisschen da rumspielen wollen mit den Systemen und mal schauen, was passiert. Und Aber es ist doch so, dass so ein Film immer das Drama um die Vorgänge zeigt, aber auch wenn man ein Buch darüber liest, also ein belletristisches Buch oder so ein Film sieht, wo Hacker vorkommen, sie sitzen ja immer da und dann laufen sozusagen imposant aussehende Zahlenkolonnen über den Bildschirm und hinter ihnen stehen so die Generäle und schreien sie irgendwie an, dass sie schneller sein sollen. Oder man sieht, was mir aufgefallen ist, man sieht zum Beispiel so irgendwie so ein Hacker so an einem Macintosh sitzen, weil die Macs meistens schöner vor der Kamera aussehen und dann lese ich dann immer jemand vor und dann so das Gelächter der Leute. Aber das ist jetzt auch meine Frage: Gibt es Hacker, die Macs benutzen? Sehr viele sogar. Also ist es nicht in Wirklichkeit eine abwegige Idee, dass ein Hacker immer Ja, nur. da ist das genauso wie in anderen Bereichen. Das teilt sich auf in die Leute, die Macs hassen und die sie lieben. Ein Grund, warum relativ viele Leute Macs benutzen, ist, weil sie halt einfach gut funktionieren und seit OS X eben ein Unix-System haben, was halt einfach so das System der Hacker ist. Also Ah, okay. Unix und Linux sind halt so die ursprünglichen Systeme, wo man eben noch sehr viel dran selber rumbasteln kann. Da passiert wahrscheinlich Und sowieso so viel mit so Textprompteingaben, dass das wo, fast keinen so genau, wo es großen eben Unterschied macht. das Terminal gibt, wo man eben seine ganze Unix-Umgebung Ah, hat und ja. die hat man auf dem Mac eben noch dazu mit der schönen Grafik außenrum. Und das führt halt dazu, dass doch relativ viele Leute auch Macs benutzen, weil man da eben beides hat. Also die schöne GUI-Welt und immer noch sein Terminal, mit dem man alles machen kann. Das ist also sozusagen jetzt die Richtigstellung für Stieg Larsson und seine Bücher, wo seine Protagonistin immer am Mac sitzt. Also das ist ja nicht wirklich von der Hand zu weisen. Aber jetzt, weil ich dich hier habe, das ist jetzt für mich eine große Chance, nämlich etwas zu erfahren, was ich sozusagen mein Leben lang nie erfahren konnte. Nämlich ich sehe sozusagen diese Szenen in einem Film, aber wir erfahren ja nie, was die da wirklich machen, sondern wir sehen irgendwas, was imposant auf dem Bildschirm sozusagen ablaufen soll und sozusagen das Drama erfüllt. Ein Hacker sitzt jetzt da und versucht, eine gut geschützte Firewall zu penetrieren. Jetzt kannst du mir endlich erzählen, was da passiert. Und wenn ich es nicht verstehe, was da so Also, technisch ist, ist kein Problem. es hat einen Grund, warum sich die Leute in den Foren totlachen. Das liegt nämlich hauptsächlich daran, dass es einfach meistens völlig lächerlich ist, was in den Filmen passiert. Weil das halt meistens völlig jenseits der Realität ist, was da gezeigt wird, sondern eben hauptsächlich schön ausschauen soll. Oder eben imposant, wie du meinst, mit schönen Zahlenkolonnen, die meistens drauf rauslaufen, dass jemand Ping in das Terminal getippt hat oder Traceroute und dann eine schöne Kolonne von IP-Adressen da durchläuft, was aber null Aussagekraft hat. Nee, um das Ganze ein bisschen realistischer zu machen, also wenn es jetzt wirklich so um Penetration-Tests geht oder darum geht, irgendwo einzubrechen, das würde nie in dem Film realistisch auftauchen, weil es teilweise Wochen, Monate lang dauert, das Ganze. Und das würde kein Mensch die Geduld haben, sich so anzuschauen. Nee, also da gehört immer sehr viel Vorbereitung, sehr viel Background-Arbeit dazu, sich die entsprechenden Informationen zu beschaffen. Und das kostet halt auch einfach sehr viel Zeit, weil man natürlich, wenn man das macht, das so unauffällig machen möchte, dass dann nicht gleich am nächsten Morgen das FBI vor der Tür steht. Und das dauert einfach. Und Zugang verschaffen muss ja, das heißt nicht immer nur Passwort knacken, sondern es gibt sozusagen übergeordnete Reformen der Zugangsverschaffung, die nicht nur mit Passwort zu tun haben. Ja, also das hat eben sehr viel auch mit Sicherheitslücken zu tun, die die Systeme eben haben, wo man eben versucht, das Passwort zu umgehen, weil das ist natürlich auch Arbeit, ein Passwort sich entweder zu organisieren oder zu knacken und dann schaut man halt, ob es irgendwie einen einfacheren Weg gibt. Also wenn die Türe mit fünf Schlössern versperrt ist, schaut man halt, ob das Fenster offen ist. Und meistens ist das halt der Fall, dass irgendwo auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster offen steht, von dem halt keiner weiß. Und dann nimmt man halt das und spart sich die Arbeit mit den fünf Schlössern an der großen Vordertür. Und das sind eben die Sicherheitslücken, die es zu finden gibt. Und um die zu finden, klopft man halt entsprechend die Systeme ab und das kostet halt einfach Zeit. Und das macht man natürlich auch nicht mit dem Vorschlaghammer und stellt sich dahin,
was entsprechend Lärm erzeugen würde, sondern versucht das halt auch möglichst unauffällig zu machen und probiert halt nur einen Teil der Wand pro Tag und am nächsten Tag wieder das nächste Stückchen. Das ist also viel Geduld in Wirklichkeit im Also Spiel. teilweise, wie Weil das nicht gesagt. gefunden werden, ist ja genauso viel wert wie das Penetrieren schaffen. Genau, kommt natürlich immer darauf an, worum es einem geht. Also man kann natürlich auch einfach mit der Dampfwalze da durch die Türe rollen, wenn es einem nur darum geht, das Statement. auszuräumen oder eben hier Statement zu hinterlassen. Wie gesagt, hängt immer davon ab, was die Intention hinter dem Ganzen ist. Aber üblicherweise will man das natürlich möglichst unauffällig machen und dann braucht man da teilweise schon sehr viel Geduld. Jetzt denke ich gerade an eine Sache, wie sieht es eigentlich in der Welt der Hacker so mit Frauen aus? Also es ist keine Sache, also es ist ja, es wirkt ja ein bisschen wie so eine echte Männerdomäne, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sich da was ändert über die Jahre. Also einmal, es hat sich was geändert über die Jahre, klar. Einmal, weil das natürlich deutlich prominenter geworden ist über die letzten Jahre, aber was nicht heißt, dass es nicht auch schon früher Frauen gegeben hat, aber die sind dann natürlich in deutlich geringerer Zahl vertreten als Männer. Was da jetzt so die genauen Gründe dafür sind, da kann man dann spekulieren, ob das für Frauen die nicht so einfach gut mit wenig. Mathematik sind. Nein, das überhaupt nicht. Ich glaube, die meisten interessieren sich da einfach weniger für das Thema. Die Leute, also die Frauen, die sich in dem Bereich da beschäftigen, sind wirklich super intelligent und da kann man auch nicht sagen, die haben nichts mit Mathematik zu tun. Also die gehören da schon mit zu den besten Köpfen teilweise. Es sind halt einfach prozentual deutlich weniger. Das Fluttern, kennt ihr das Fluttern? Fluttern wurde ja von einer Frau programmiert. Nee. Das ist ja so eine Hacktivism-Seite, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber da kann ja sozusagen, wenn es darum geht, irgendwo einen Webauftritt aus irgendeinem Grund anzugreifen, können sich da sozusagen die Leute solidarisieren und können so eine massive Attacke starten. Und dann jeder, der damit angemeldet ist, generiert dann sozusagen eine bestimmte Menge an Abfragen. Und irgendwann steigt sozusagen dann der Server aus. Und das sind ja so dann diese Hacktivism-Aktionen, dass man ja gegen irgendeinen Konzern vorgeht, der irgendwas tut und man schafft es. Man würde das alleine mit einem Rechner nicht schaffen, aber über so eine Multiplikationssoftware plus dann vielleicht noch 10.000 Leute generiert man plötzlich Millionen an Anfragen in kürzester Die Zeit. moderne Form der Sitzblockade. Ja, genau, das ist dann mehr wie eine Art Demo. Ja. Aber es gibt ein schönes Beispiel. Es gibt ja diesen Konflikt zwischen eToy.com und eToys.com. Und eToy.com ist eine sehr interessante Gruppe aus so Hackern, die so eine Art, ja, es ist fast wie eine Firma organisiert und machen so virtuelle Performances und Aktionen. Aber es gab ja auch diesen Spielzeugversand eToys.com, so ein Riesenkonzern. Und die haben ja so vor ungefähr 11 Jahren, die haben versucht, die richtig hart anzugehen. Also einmal wollten sie dann ja die Domain wegnehmen und sie mit Ja. Gerichten überhäuft und so weiter. Und da haben sich sozusagen so richtig die Hacktivisten organisiert und haben die eigentlich weitgehend ruiniert. Also die haben wirklich einfach wochenlang einfach deren Einnahmequelle, nämlich sozusagen ein Bestellportal, haben sie einfach zugemüllt und das lahmgelegt und die hatten überhaupt keine Chance. Die haben sich dann aus sämtlichen Anklagepunkten dann sofort zurückgezogen, hatten aber einen riesen, riesen Schaden, aus dem sie sich kaum bis heute erholt haben. Also da merkt man natürlich schon, das ist auch eine Art von anarchisches Instrument, das den Leuten plötzlich zur Verfügung steht. Mir ist noch was eingefallen. Ihr kennt euch ja schon lange, wir seit 2 Stunden. Deswegen kenne ich ja auch deine Biografie nicht, die wir jetzt auch nicht in aller Breite ausbreiten wollen. Aber wieso ist da alles drauf gekommen, dich zum Thema Hacker einzuladen? Das ist eine gute Frage. Nee, also wie beschäftigst du dich damit oder wo hast du Darstellung? Also ich bewege mich halt in der Szene halt schon ziemlich lange, also überlegen, aber gut 20 Jahre mindestens schon. Würde mich im weitesten Sinne auch als Hacker bezeichnen. Ich hab's gesagt. Wobei ich mich da eben auf die
ursprüngliche Definition berufe, weil ich mich halt entsprechend mit der Technik auseinandersetze und Ja, genau. das halt interessant finde und mein Geld in Softwareentwicklung verdiene Ja. und damit halt auch schon sehr früh damit angefangen habe und eben eigentlich schon auch immer wissen wollte, wie funktioniert etwas, warum funktioniert etwas und die meisten technischen Geräte auch erstmal zerlegt habe, mehr oder weniger erfolgreich auch wieder zusammengebaut habe Du und sprichst jetzt von deiner Kindheit im Sinne von physisch was zerlegen. genau Ja. damit hat das angefangen. Okay, gut. Und ja, ich mich da eben auch sehr wohlfühle in der Szene, weil das eben Leute sind, mit denen ich halt persönlich sehr viel anfangen kann, weil wir halt ähnliche Vorstellungen haben von der Welt. Und mit was hast du dich in jüngster Zeit mal so beschäftigt, wo du sagst, das ist das dein Steckenpferd im Moment oder aus den letzten 20 Jahren, wo du sagst, das hat dich besonders beschäftigt? Oh, gute Frage. Also, was mich. Bettdämpfer. Nee, damit habe ich nichts zu tun. Nee, was mich sehr interessiert, ist eben der Zugang zur Kommunikation und möglichst eben frei von Einfluss von Dritten. Also, sprich, so störungsfrei wie möglich. Und ja, damit beschäftige ich mich eben. Also, einmal eben so die normalen Zugänge über die normalen Internetleitungen und vermehrt inzwischen halt über Wireless-Technologien, die halt, wenn man das entsprechend richtig umsetzt, halt man sehr störungsfrei gestalten kann. Also da gibt es dann kein Kabel mehr, was man durchschneiden kann, um jemanden von der Kommunikation wortwörtlich abzuschneiden. Und ich denke, dass eben der Zugang zu diesen Kommunikationsformen die komplette Gesellschaft schon sehr verändert hat über die letzten Jahre und auch noch deutlich verändern wird. Dadurch, dass eben jeder die Möglichkeit hat, Zugang zu Informationen zu bekommen und auch Informationen zu verbreiten. Also das sieht man ja auch, wie sich die ganze Medienverfolgung von Konflikten in den letzten Jahren verändert hat. Also inzwischen ist es nicht mehr so einfach, Informationen zu unterdrücken. Wird zwar nach wie vor versucht Interessierten von Kreisen. Konfliktherden oder beziehungsweise da den entsprechenden Leuten an der Macht, die teilweise ganze Länder vom Internet abtrennen, wo man schon sieht, was für ein Wert da dem Internet beigemessen wird. Und da eben auch Möglichkeiten zu entwickeln, dass es eben nicht mehr so einfach ist, ein Land so von heute auf morgen vom Internet abzutrennen und damit eben den Informationsfluss am Laufen zu halten. Das ist eben ein Thema, mit dem ich Das mich ist das. so beschäftige. Weil das ist mir nämlich in unserem Gespräch jetzt hier so gekommen, wenn ich mir überlege, was ist mir denn wichtig am Internet oder an Datenaustausch? Mir ist es wichtig, dass, wenn es darauf ankommt, dass es vertraulich ist. Und mir ist es auf der anderen Seite aber auch wichtig, dass ich Zugang habe zu Wissen, also an Informationen, also dass es eben nicht vertraulich ist, dass ich die Chance haben will, von überall her mir Informationen zu besorgen. Und manchmal ist eben genau das Interesse von interessierten Kreisen, sage ich jetzt mal, Umgekehrt. genau diametral. Also das Ja, genau. Das heißt, ist auch ich wirklich will das, wichtig. was persönlich ist, weil es einfach Ja, eine ja. zwischenmenschliche Geschichte ist, das privat ist. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hätte ich Sorge oder würde mich ärgern, wenn es eben nicht vertraulich bleibt. Und im umgekehrten Fall, Informationen, die eigentlich allen zur Verfügung stehen müssten, wenn ich die gar nicht bekommen kann, weil es eben interessierte Kreise dafür sorgen, dass diese Informationen eben nicht öffentlich werden. Also, und da denke ich, das ist ein Thema, was Hacker im Allgemeinen und ich möglicherweise im Speziell jetzt Ja, ne, das ist ein sehr großes Thema in der Szene, weil eben durch die gesellschaftlichen Veränderungen, die man damit bewirken kann, das natürlich ein Mittel der Gesellschaft in die Hand gibt, die sie vorher einfach nicht hatte. Also man sieht das ja an Ländern, die da wirklich noch despotisch
regiert werden und jetzt eben das Internet, wie wir hier kennen, nicht zur Verfügung haben. Was da die Staatspropaganda sagt, das ist das Einzige, was sie kennen, weil sie einfach nicht die Möglichkeiten haben, sich irgendwo unabhängig zu informieren. Und dadurch bleiben die halt an der Macht. Und das versuchen halt viele Leute zu ändern. Und vor 2 Jahren war sowas wie, also WikiLeaks war vor 2 Jahren einfach ein massenmediales Stichwort. Also das ist, inwieweit das noch sozusagen innerhalb des Hacker-Mindsets ist, das eine andere Frage. Aber sicherlich sind diese Leute dort verwurzelt gewesen. Ja, die kommen ja aus Genau. dieser Szene. Und das war eines der meistgenannten Worte dieser Zeit. Und auch dieser Effekt, ich meine, da gab es amerikanische Politiker, die standen einfach da. Das kann man sich heute immer noch alles im Video anschauen. Die haben einfach die Hinrichtung von dem Julian Assange gefordert. Also so Das effektiv machen die kann ein Hacker teilweise sein. immer noch. Das machen die teilweise immer noch. Ja. Also das sind Töne, die man ja sonst aus irgendwie aus den napoleonischen Kriegen erwartet. Also da merkt man sozusagen, was für ein Effekt da plötzlich ausgelöst werden kann. Ja, vor allen Dingen, was das eben für Angst in entsprechenden Kreisen auslöst, weil die natürlich befürchten, die Informationshoheit zu verlieren. Und das ist ja auch genau das, was die Hacker wollen, oder beziehungsweise die Leute, die sich damit eben beschäftigen, also Aktivisten und alles, was da so dazugehört, dass eben es kein Informationsmonopol von einem kleinen Kreis gibt, sondern eben die Informationen eben frei sind und jeder Zugang hat und auch jeder broadcasten kann. Wobei es natürlich eine große, das ist natürlich immer noch eine große sozialpolitische Frage, die extrem umkämpft ist, weil die meisten Vertreter einer realpolitischen Zunft sind ja nicht der Meinung, man sollte ja alles wissen. Aber es gibt immer stärkere Elemente, die sagen, wir haben das einfach Ja, satt. das ist aber eine Frage, was ich wissen will und was ich wissen kann. Und Das ist auch ein wichtiger Punkt, genau. Also, also das bevor darf ich jeder selber entscheiden, was er wissen möchte oder was nicht, aber er sollte zumindest die Möglichkeit möglich haben, war, sich da genau. frei zu entscheiden. Ja. Aber es gibt jetzt natürlich den Einwand, dass jegliche Idee der Diplomatie komplett zusammenbricht, wenn das am nächsten Tag im Internet steht. Jetzt die nächste Frage wäre, Ja, brauchen wir noch eine wie konventionelle weit, Diplomatie? ja, das ist natürlich klar. Und das führte mich aber jetzt zu der Frage, wenn man jetzt mal, wie es vorhin so arabischer Frühling in den Kopf gekommen, so im Sinne von, da hat technische Möglichkeiten und die dann auch genutzt wurden, sicher erheblich dazu beigetragen, autoritäre Systeme ins Wanken zu bringen bzw. zu stürzen. Wenn wir jetzt aber mal ein bisschen näher in unser eigenes Umfeld schauen, wo sind da für Hacker Felder, wo man sagt, okay, das möchten wir hier zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland verbessern, was Zugang zu Informationen angeht. Gibt es da irgendein Feld, wo ich es mir auch Also was persönlich jetzt gut. nicht direkt mit Informationen zu tun hat, aber Ja. was hier ein großes Feld war, was auch sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, war eben das Thema Wahlcomputer, was ich vorher schon angesprochen habe, was halt doch nicht so schön ist, wie sich die Leute das ursprünglich mal gedacht haben, weil es halt wesentliche Grundsätze der Wahl halt einfach nicht gewährleistet, dass es halt nachvollziehbar ist, manipulationssicher ist und weiter, das kann man damit einfach nicht sicherstellen. Also zumindest nicht in dieser Form, wie das die Wahlcomputer Okay. da implementiert Ja. hatten. Was den Bereich Information angeht, ist, was inzwischen auch immer öfters in den Medien zu hören ist, das Bereich Open Data. Genau, das ist mir nämlich jetzt auch eingefallen in dem Zusammenhang, dass Behörden sich doch, Genau, ja, da sträuben, sag ich mal. ja, so kann man das ausdrücken. Ja, eben, und da geht es eben genau darum, Informationen, die entsprechende Behörden sammeln und zur Verfügung haben, die ja der Allgemeinheit gehören, schon per Definition, wegen, weil es durch Steuergelder bezahlt wird und eben auch die Einwohner betreffen, eben frei sein sollten, eben für alle zugänglich sein. Und da sträuben die sich teilweise schon noch deutlich dagegen, weil sie halt meint, dass die gehören ihnen. Und das ist eben eine Auslegungssache, wem Definitionen gehören können. Da finde ich nämlich interessant, was ich vorhin gesagt habe. Auf der einen Seite möchte ich
persönlich, dass bestimmte Sachen vertraulich bleiben. Auf der anderen Seite möchte ich, dass ich die Option zumindest habe, das Können, ob ich dann will, ist ja immer noch meine Sache, auf Informationen zuzugreifen, nämlich das Open Data sträuben sich Behörden bisweilen, sage ich mal. Ja. Aber wenn es darum geht, dass ich beim Einwohnermeldeamt war und da einfach meinen Eintrag gemacht habe, ohne dass ich jetzt davon wusste, das ist zwar wohl gesetzlich irgendwie geregelt, können die doch die Adresse, haben die doch die verkauft sogar. Ne? Also da gab es ja auch diese Konflikte. Was unter das schöne Stichwort informationelle Selbstbestimmung fällt, wo ich eben selber beurteilen und kann oder bestimmen möchte, was mit meinen Daten passiert und wem ich die gebe. Mhm. Also das ist auch das, was viele Leute nicht nachvollziehen können. Warum ist jemand bei Facebook und wehrt sich andererseits so dagegen, dass seine Daten an Adresshändler verkauft werden? Mhm. Eben, weil ich darüber selber bestimmen kann, wem ich was gebe. Und das macht halt den großen Unterschied. Ja, also kann natürlich auf Facebook jedem sagen, was ich zum Mittag gegessen habe, muss es aber nicht. Mhm. Meine eigene Entscheidung, aber wenn Ämter Daten verkaufen, die ich eben geben muss und da gar keinen Einfluss drauf habe und auch gar keine andere Wahl, dann ist das schon ein anderes Thema. Ja, okay. Du hast so viele schöne Kärtchen vorbereitet, will ich nicht davon abhalten, da noch ein paar Kärtchen. Interessante Stich. Nein, ein Stichwort hätte ich, aber das knüpft ja letztendlich auf deine Frage vorhin, wie ich ja an die gefunden habe für diese Begegnung. Ich hatte ja mal nämlich von dir gehört, es ist eine Weile her, dass du unterwegs warst, ich glaube in die USA, zu einer Convention. War das Las Vegas? Das war Las Vegas. Und da dachte ich mir, jemand, der sozusagen um den ganzen Erdball zu einer waschechten Geek-Convention fährt, der muss halstief drinstecken. Und da begann ich sozusagen so den Gedanken aufzubauen, dass der da möglicherweise einiges drüber weiß. Aber meine Frage wäre nun, wie muss man sich, wenn man da erstmal durchs Haupttor geht, wie muss man sich eine Hacker-Convention denn vorstellen? Das ist auch so ein großes Thema. Hat sich natürlich auch im Laufe der Jahre deutlich gewandelt von den Ursprüngen und wie das Ganze jetzt ausschaut. Also angefangen hat es eben mit sehr deutlich weniger Leuten auf jeden Fall, die da auch wesentlich tiefer in der Materie drin gesteckt haben, weil es wirklich eben nur die Leute dort eingefunden haben, die sich wirklich dafür interessiert haben und auch bereit waren, das auf sich zu nehmen, da je nachdem, wie weit das natürlich entfernt ist. Also auch weniger T-Shirt-Stände. Ja, es war deutlich weniger kommerziell natürlich. Und viele Leute würden auch behaupten, es war deutlich technischer und qualitativ besser, als es heute ist. Ein Punkt ist natürlich, dadurch, dass es natürlich auch immer mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, die Leute, die sich das anschauen wollten, dann auch jedes Jahr gewachsen ist und natürlich immer mehr Leute angezogen, die jetzt nicht, die man jetzt nicht unbedingt als Hacker bezeichnen würde, die einfach halt mal schauen wollten, was tut sich da und sich vielleicht schon dafür interessieren, aber die jetzt nicht unbedingt unter das Label Hacker fallen würden. Also so ein beliebtes Stichwort ist immer das sogenannte Script Kiddie. Das sind eben die Tools verwenden, die von den Hackern erstellt wurden, um damit eben ihr Unwesen zu treiben oder halt, was weiß ich, eben Webseiten zu verunstalten, ohne jetzt wirklich zu wissen, wie funktioniert das Tool, das niemals selber schreiben könnten, weil sie eben das Wissen gar nicht haben. Aber ja dadurch, dass es das Tool gibt und sie es haben, so Konsumhacker sozusagen, so Wochenende-Konsumhacker. Ja, so könnte man das auch bezeichnen. Und die Anzahl von derer ist natürlich auch gewachsen. Und natürlich eben, es gibt natürlich schon immer mehr Leute, die sich mit dem Thema auch auseinandersetzen. Aber meistens halt relativ oberflächlich und weil du gemeint hast, Las Vegas, das ist irgendwie die DEFCON-Konferenz, die hat der letzte... Nomen ist Omen, das Name ist Programm, glaube ich. Ja, so ungefähr. Nee, da war letztes Jahr das 20-jährige Jubiläum, hat ursprünglich angefangen, eben vor 20 Jahren mit einer Handvoll Leute,
Als ich das erste Mal da war, das war vor 13 Jahren, da waren es dann schon, ich würde mal sagen, 3000 Leute oder so, schon, also deutlich größer. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 13.000 Leute. Also da sieht man schon mal die Dimensionen, wie das einmal gewachsen ist. Und die, zumindest bei der DEFCON, die größte Veränderung, die man merkt, ist, dass das natürlich schon deutlich kommerzieller geworden ist. Und letztes Jahr wurde die Keynote, also sprich die Eröffnungsrede, von einem General, der die NSA leitet, gehalten. Die NSA hatte dort einen Rekrutierungsstand. Also da sieht man schon, dass das hat sich doch deutlich geändert gegenüber den Ursprüngen. NSA nur für Menschen wie mich, die Also nicht der ganz genau. amerikanische Okay. Nachrichtendienst, der sich eben hauptsächlich damit beschäftigt, Kommunikation anderer Leute abzufangen. Das ist aber auch, glaube ich. Das ist natürlich ein Punkt, wo viele Leute sich natürlich schon dann fragen, was machen die da? Okay, Amerikaner haben da generell ein bisschen andere Einstellungen zu dem, was ihr Staat macht, als jetzt zum Beispiel der Chaos Computer Club, die da wesentlich kritischer sind, wo man das, glaube ich, nicht erleben würde, dass der BND ein Stammte auf dem Kongress des Hacker Chaos Computer Clubs hat. kann. Womit ich natürlich nicht sagen will, dass sich nicht die entsprechenden Leute da rumtreiben würden, aber halt auf jeden Fall nicht so präsent und offiziell, wie jetzt zum Beispiel das auf der DEFCON inzwischen passiert. Ist aber sehr amerikanisch. Du stehst da und im selben Atemzug wirst du Cyberterrorist genannt, aber gleichzeitig heißt es aber, hier könnten wir dir einen super Job geben. Ja, die machen das tatsächlich so. Also die haben dann auch eigene Rekrutierungswebseiten, Flyer entsprechend und hier werden dann tatsächlich, hier kriegst du technisches Spielzeug, das kriegst du nirgendwo sonst auf der Welt. Und das ist natürlich für manche Leute schon ein Punkt, wo sie dann nachdenklich werden und sagen, da Das ist ein das könnte bisschen ich wie mir wenn schon sie, mal überlegen. das ist ein bisschen wie wenn sie in Gerichtssälen immer so Leute für die Armee rekrutieren, so nach dem Motto, du kannst in Autos einbrechen, Leute zusammenschlagen, wir haben die beste Technik dafür der Welt, kannst alles Hier haben. kannst du es legal machen. Ja, hier kannst du es legal machen. Aber jetzt, wenn ich Fotos sehe von zum Beispiel einer Star Trek Convention, dann sehe ich Stände, 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 eine Bühne. Wenn ich Fotos von einer Hacker Convention sehe, dann sehe ich einfach Tische voller Laptops, Kabel und Leute, die vertieft auf dem Bildschirm starren und irgendwas die ganze Zeit machen. Ja, wobei das meistens wahrscheinlich Webseiten lesen ist. Achso, die versuchen jetzt nicht gerade, sich alle gegenseitig irgendwie. Gibt es eigentlich so Gibt es mit Wettbewerbe? Sicherheit auch. Ja, neue Wettbewerbe gibt es und mit Sicherheit auch Leute, die während dem Vortrag da was versuchen. Nee, die Wettbewerbe, die sind natürlich schon seit jeher Bestandteil von solchen Konferenzen, nennt sich Capture the Flag, also so das virtuelle Fahnenstehlen, Ah, wo es ja. eben darum geht, in extra dafür aufgebauten Systemen da Sicherheitslücken zu finden und die auszunutzen. Also da gibt es immer dann verschiedene Teams, die da gegeneinander antreten und je nachdem, wer am schnellsten ist und wer am meisten sich Punkte da holen kann und die entsprechenden Aufgaben lösen kann, gewinnt dann. Also das ist, hat inzwischen schon Tradition. Also die gibt es eben eigentlich auf fast jeder Konferenz, die mit dem Thema zu tun hat. Und entsprechend auch viele Leute, die wegen nichts anderem dahin fahren und dann wirklich da tagelang. Das sind so wirklich so die Prototypen oder das Klischeebild, die dann wirklich Tag und Nacht davor im Rechner sitzen und wirklich nichts anderes mehr machen. Auch von den Vorträgen und so weiter nichts mitbekommen. Weil sie wirklich nur da treffen, um gegeneinander anzutreten. Faszinierend. Ja, jetzt heutzutage ist natürlich die Pop. Wobei, und Ja. noch als kurzer Einwurf, inzwischen auch wieder in USA Militär und Geheimdienst auch diese Wettbewerbe veranstalten und die Besten dann gleich ein Jobangebot bekommen. Also das hat sich auch gewandelt. Aber was ist jetzt gewesen mit dem Stuxnet oder wie das hieß? War das jetzt nicht eine amerikanische Armeegeschichte zufällig? Ich denke, Doch, wie das heißt der hat in Begriff? Stuck? Stuxnet, so Stuxnet. hieß die entsprechende Software, wurde inzwischen zugegeben von den Amerikanern, dass die dafür verantwortlich waren. Okay. Also ich kenne den ganzen Background nicht, Entschuldigung. Ja, das war eben eine Software, die dafür ausgelegt war, das iranische Atomprogramm zu Jetzt ja, sabotieren, okay, bin ich nicht ganz auf dem Laufenden. wo wieder das Thema wäre mit den Industriesteuerungen und was da alles dran hängt, Okay. die eben dadurch die
Uranzentrifugen manipuliert haben, sodass sie zerstört wurden, um eben das Atomprogramm zu sabotieren. Das wurde inzwischen offiziell zugegeben, dass die da dahinter stecken. Also das ist ja eigentlich, das ist ja Cyberwar dann. Das fällt da auf jeden Fall. Ich glaube, das war auch ein Beispiel für so das erste große Anfall von Cyberwar so auf Länder. In der Größe, der Dimension war das somit so das größte und bekannteste. Wobei aber die von den was sich an den Analysen gezeigt hat, was sie gefunden hat, so Vorläufe und so, sieht man, dass das Programm mit über mindestens 7 Jahre gelaufen sein muss. Ah. Also da sieht man auch wieder, dass die Leute da deutlich eine Menge Geduld mitbringen müssen. Lässt sich also nicht in 90 Minuten in einem Spielfilm real-time. Nicht wirklich. Also wie gesagt, da sieht man schon, das kostet einfach Zeit und auch eben die entsprechenden Techniken zu entwickeln und läuft auch meistens so ab, dass teilweise die ganzen Umgebungen nachgebaut werden, um das wirklich durchtesten zu können. Und das macht man auch nicht mal so eben in der Woche und auch nicht gerade von seinem Taschengeld. Ja, mich erinnert das ein bisschen an, du hast von dem Film War Games gesprochen, anders beispielsweise ja James Bond, der wird ja auch die Geheimdienstwelt so auf 1,5-2 Stunden zusammengedampft mit sehr viel Action, aber Geheimdienstarbeit im Alltag ist alles andere als spannend, es stinkt langweilig. 30 Jahre Zigaretten rauchen und durch Akten gehen und Berichte lesen. Das hat mit der Realität nicht unbedingt viel zu tun. Nee. Aber ich habe das Gefühl, dass die Hackerwelt gegenüber der sie porträtierenden, etwas reißerischen Subkultur sehr, sehr nachsichtig ist. Ich würde ja sogar sagen, dass es ja eine Art von Rückkopplung gibt, dass am Anfang bestimmte Leute oder Künstler davon irgendwie inspiriert und beeindruckt waren. Und dann haben sie begonnen, diese ganze blumige Kunst drumherum zu erschaffen. Aber die Hacker lesen das ja dann auch gerne. Ja, da gibt es natürlich schon Rückkopplungseffekte natürlich. Also das gibt und nimmt und baut aufeinander auf. Und keiner ist beleidigt, dass jetzt der Hauptprotagonist in The Matrix ein Hacker ist. Also das, nur, das hängt natürlich immer davon ab, wie es dann tatsächlich porträtiert wird. Und man sich dann entsprechend totlacht drüber und das aber trotzdem zeigt auf den Kongressen, einfach um Spaß zu haben und drüber zu lachen, oder ob man sagt, okay, das hat jetzt wirklich Hand und Fuß. Wobei die Beispiele, die Hand und Fuß haben, wirklich im Promillebereich liegen. Ja. Aber ich sehe das ständig, dass irgendein Hacker irgendwo im Büro sitzt und hinter ihm, also ein echter Hacker in einer Reportage, und der hat fast immer irgendein Plakat wie Tron. Es gibt natürlich schon so diese ganze Cyberspace- und Cyberpunk-Kultur, die dann natürlich schon sehr, sehr nah verwandt ist auch, die sich da immer gegenseitig befruchtet. Ja. Also auch eine Ader für Romantik in gewisser Weise. Ja, aber was zum Beispiel Literatur angeht, gibt es eben Beispiele auf beiden Enden des Spektrums. Also wenn man zum Beispiel Dan Brown nimmt, den lachen alle aus, weil was... Kommt bei Dan Brown Hacker vor? Ja, das öfter. Ah, okay. Aber was halt seine Porträtierung und Technik und Umgang damit angeht, das ist halt wie eben in den Hollywood-Filmen, also völlig banal und unrealistisch und es aber wirklich nur sehr wenige Autoren gibt, die Bücher schreiben, die technisch Sinn machen und wo man sagen könnte, okay, das ist technisch so möglich, kann passieren und die werden natürlich dann entsprechend auch häufig gelesen in der Szene, weil es halt einfach spannende Literatur ist, wo man sich reinfühlen kann, wo man denkt, okay, das ist alles möglich und machbar und macht Sinn. Also was jetzt da die letzten Jahre zum Beispiel sehr viel gelesen und gehypt wurde, zumindest in der Szene, ist Daniel Suarez, Demon and Freedom geschrieben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das auf Deutsch Deutsch heißt, ist auch so ein Thema, also die Bücher werden hauptsächlich im Original immer gelesen, weil die Übersetzungen, inzwischen sind sie besser geworden, früher hatten die Leute halt
die Übersetzer mit dem Thema halt nichts zu tun. Da kamen so Hanebücher, Übersetzungen raus, wo man teilweise gar nicht wusste, was der Autor eigentlich gemeint hat, weil es halt einfach keinen Sinn mehr gemacht hat. Nee, aber der hat eben Bücher geschrieben, die sehr erschreckend sind, aber sehr realistisch, weil halt alles, was da beschrieben ist, entweder jetzt schon machbar ist oder zumindest nicht mehr insoweit der Zukunft liegt, dass man das alles so machen könnte, was da passiert. Was ist da so ein Beispiel? Ja, da geht es eben auch um Software, die im weitesten Sinne eben so Kontrolle über das Netz übernimmt, mithilfe von Menschen, die mit virtueller Realitätstechnik, also da, wie gesagt, muss man lesen, ja, da fällt einem auf, das gibt es eigentlich das meiste schon, mit Brillen, die wie Google Glass, falls du von denen schon gehört hast, also sprich Brillen, die halt eben noch so zusätzliche Informationen einblenden. Ja, würde jetzt nicht sagen, die Weltherrschaft übernehmen, aber halt die Macht der Konzerne und Regierungen brechen will und die natürlich da versucht, ihre Pfründe zu sichern, ihre Macht zu sichern. Und ja, man muss es gelesen haben. Okay, ist, wie okay, gesagt, aber sehr spannend, ja. Und je mehr man sich halt mit der Technik auch auseinandersetzt und versteht, was machbar ist, desto spannender macht es natürlich, weil man eben sieht, könnte so passieren. Ja. Ist vielleicht so grundsätzlich, dass das Hacker vielleicht eher auch, wenn sie sehen, da gibt es eine neue technische Entwicklung, dass man über Handy heute schon so viel machen kann, buchen, gucken, was ist in meiner Nähe und so, dass der Konsument vielleicht, der Durchschnittskonsument wie ich jetzt, sagt, oh, ist ja toll, was ich alles machen kann und so, aber der Hacker, bei dem geht es vielleicht im Hintergrund schon gleich auf, und was kann dadurch über dich alles ausgefunden werden? Ja, das ist natürlich eben dieser Spieltrieb, einmal zu schauen, was ist damit möglich. Und meistens sind das natürlich auch Leute, die das teilweise schon Jahre vorher benutzen, bevor es überhaupt so in der Öffentlichkeit ankommt. Und was ich eben auch meine, dass Hacker vielleicht auch so ein Bewusstsein dafür haben, ich will sie jetzt nicht, das ist ein bisschen blöd klingt, Bedenkenträger nennen, aber die vielleicht sehr schnell einen Blick dafür haben, neben dem, was man vorneweg an Chancen nutzen kann oder noch einfacher zu konsumieren oder bequemer oder sonst was, sehen die vielleicht, ja, aber dadurch weiß man auch, wohin du dich bewegst und finden. Ne? Ja, natürlich. Also das ist schon auch ein Thema, mit dem sich da sehr viele Leute auch beschäftigen, was das natürlich auch für gesellschaftliche Auswirkungen hat. Ein Teil dieser Szene beschäftigt sich sehr ausführlich damit. Das sind dann eben auch so die ganzen Themen wie Vorratsdatenspeicherung, wo genau, ja auch immer gesagt wird, wer nichts zu verbergen hat, dem muss das ja nicht interessieren und es wird ja auch kein Inhalt erfasst. Also sprich, was in der Mail steht, wird gar nicht gespeichert, wobei es aber darauf eben gar nicht ankommt im Einzelnen, weil man eben allein durch die Metadaten, also sprich wer mit wem und wer wann, mit wem. Man natürlich teilweise sogar noch mehr Informationen rausholen kann, wenn man es richtig anstellt, als jetzt mit dem Inhalt alleine. Verstehe. Oder es sogar interessanter ist als der Inhalt jetzt selbst. Ja, verstehe. Okay. Aber das sind eben die Sachen, die die Leute, die das befürworten, natürlich so nicht sagen müssen. Also da bin ich mir selber immer unklar, ob das jetzt entweder daran liegt, dass sie selber so unwissend sind oder sich das nicht vorstellen können oder ob da wirklich mehr dahinter steckt, dass es eben nicht so kommuniziert wird. Verstehe. Ja. Okay. Also, aber da kommen wir auch wieder zu den Verschwörungstheorien und das ist auch ein sehr großes Thema, mit dem sich sehr viele Leute da sehr gerne auch beschäftigen. Ja. Okay. Das war eine sehr spannende Stunde. Ja, finde ich auch. Ja, könnte man noch deutlich länger über diverse Themen sprechen, aber
Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Ja. Ich muss es mir sowieso dann erstmal 4, 5 Mal anhören, dass ich verstehe, worüber wir gesprochen haben. Aber das ist ja auch das Schöne an unseren technischen Möglichkeiten, dass man einen Podcast beliebig oft anschauen kann. Genau. Ja, dann könnt ihr euch das jetzt auch noch öfters anschauen. Gute Idee. Thank you.